Autogramme vom Spitzenreiterbesieger. Heiß begehrt, Kirschbaum und Co. haben nach dem Match noch eine Extraschicht zu bewältigen. Kein Problem, die Spitzenpartie hat ja auch für Spitzenadrenalinwerte gesorgt. Zum ersten Mal in dieser Saison muss Braunschweig anerkennen, da steht ein noch besseres Team auf dem Platz. Wir wollten die Ersten sein, auf jeden Fall. Braunschweig hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, muss man wirklich sagen. Die haben es wirklich gut gemacht, aber wir hatten die richtigen Mittel und die richtigen Waffen. Und Braunschweig erlaubt sich Fehler. Fünfte Minute, Kruska völlig frei, Sanogo auch. Sein 9. Saisontreffer, schon der 7. mit dem Kopf. In der Luft ist der Ivora kaum zu stoppen. Der Sommereinkauf der Cottbusser, ein richtiger Volltreffer. Kurzer Blick nach hinten zum Schiedsrichterassistenten, kein Abseits, ab geht's zur Turnstunde. Cottbus hat sich was vorgenommen. Vor allem geht es um die Beantwortung der Frage, ob wir können oben bleiben oder nicht. Und heute war ein gutes Zeichen, dass wir können auch mit der großen Mannschaft kämpfen. Kleinigkeiten entscheiden diese Spitzenspiele oft. Und einen kleinen Moment lang verliert Bitroff Kumbela aus den Augen. Edge denkt sich der Schütze zum 1:1, der sich im Rücken von Bitroff listig in Position läuft. Es ist eine großartige erste Hälfte, in der es hin und her geht und in der der Cottbuser Keeper einmal mehr zeigt, warum er auf den Notizzetteln einiger Bundesligisten steht. Kumbela und Krupke kommen nicht vorbei an Kirschbaum. Eine Minute vor der Pause. Wieder Ecke. Und dieses Mal hält Julian Börner den Kopf hin zum 2:1. Sein erstes Tor für Energie überhaupt. Tolles Timing auch beim Interview. Eckball kommt. Börner steigt hoch und köpft das Ding rein. Ganz einfach. Cottbus freut sich erst recht über die endgültige Entscheidung. Langer Ball von Kirschbaum. Sanogo legt auf und Brinkmann macht es Volley, das 3:1. Unfassbar, seit Sommer verletzt, sein erstes Spiel für Energie überhaupt, gerade eingewechselt. Ich hatte mir vorgenommen, mit den ersten 10 Ballkontakten dort zu machen. Nein, Quatsch, ich weiß nicht, ist natürlich super gelaufen für mich. Ich freue mich einfach wahnsinnig darüber. Gut, dass man dann so einen Einstand hat, das denke ich, plant man so nicht. Das ist dann schon auch was Besonderes. Auch für Thorsten Kirschbaum. Klar, beim letzten Treffer hatten sie etwas Dusel. Doch den haben sie sich auch wirklich verdient.